Es kann der Bewerber oder derjenige, der Schutz sucht in Europa, sich innerhalb der Europäischen Union nicht das Land aussuchen, in dem er einen Asylantrag oder sie stellt, meine Damen und Herren. Und zweitens, soweit sind wir ja einig, aber zweitens können wir auch nicht die Länder, in denen alle Ankünfte stattfinden, völlig alleine lassen. Das ist doch die Krux der Dublin-III-Verordnung. Deshalb brauchen wir eine Fortentwicklung. Und deshalb müssen wir, solange das mit 28 Mitgliedstaaten nicht geht, natürlich überlegen, wie wir unter einer Koalition von willigen Ländern bessere Regelungen treffen. Meine Maxime dabei heißt aber, nicht unilateral, nicht unabgestimmt und nicht zulasten Dritter, sondern im Gespräch mit Partnern. Und genau das ist das, was wir in den letzten Tagen gemacht haben und worüber ich dann nach dem Rat auch berichten kann. Sicherlich keine perfekte Lösung, aber ein Anfang für eine Steuerung und Ordnung auch der Sekundärmigration, an der man auch danach wird weiterarbeiten müssen, meine Damen und Herren.